Hallo und herzlich willkommen nach einer längeren Pause, sage ich mal, hier zurück. Na gut, also ihr habt keine längere Pause bekommen, aber ich habe gerade eine kurze Pause gemacht, weil ich kurz was gemacht habe. Hier zurück im Falkenstein. Und wir sind gerade dabei, den Merchandise-Laden oder den Merchandising-Laden für Rüstungen zu bauen. Ach so, jetzt habe ich natürlich hier gar nicht die Beleuchtung beachtet, ne? Ja, die bauen wir dann einfach um, ne? Also eine andere Wahl sehe ich jetzt nicht. Oder eine andere Möglichkeit. Wie wir hier sauber rauskommen aus dieser Sache. So. Ich baue jetzt erstmal das erste Regal probeweise. So, so. Das muss ja dann weg hier, ne? Zack, zack. So, ne? So ist das dann. Dann beleuchten wir machen wir die Beleuchtung direkt an den Regalen, denke ich mal. 1, 2, 3, das hier kann weg. Das da auch und das da auch. Und dann kommt da ein 1, 2, 3. Wir das alles so weg. Den können wir da lassen. Dann müssen wir eigentlich den Querbalken rausnehmen, ne? Den Querbalken müssen wir hier entfernen, ja. Dann wird alles einstürzen. Nein, hier stürzt nichts ein. So, ne, so sieht das doch schon viel, viel besser aus. Dann kann hier das weg. So, so, so. So und so. 1, 2, 3. Dann so und so. Ja, viel Umbauarbeit, aber es wird schön. Ich glaube, es wird schön. Ich bin mir da zu 17% sicher, dass es schön wird. Was? 17? Habe ich gerade 17 gesagt? Vielleicht war jetzt 17 Dinger waren. Welch Zufall, welch mysteriöser Zufall. So, okay. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ja, doch, 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 doch. Hier haben wir einen Balken, aber mein Gott, ist halt so. Wir können ja den hier auch 1, 2, 3 wegmachen. 1, 2 wegmachen. 1, 2, 3 wegmachen. Das muss dann weg, ist klar. Das muss weg, ist auch klar. Das muss weg, sowieso. Das hier auch und so, so. Manchmal muss man einfach Dinge riskieren. Nein, nicht Dinge maskieren. Ah! Dinge riskieren. So, dann wäre das nämlich so. Zack, zack und zack. Zack, zack und zack. Dann machen wir den hier aber andersrum. Dann machen wir den hier nämlich so. Dass der da rangeht, ne? Ist ja Logo. 1, 2 und 3. Wir könnten auch... Moment mal, das muss ich mal kurz checken. Ne, das würde doof aussehen. Wir müssen das schon so machen. 1, 2, 3. Ich wollte sagen, wir können da auch Glowstone reinmachen, dass es aussieht wie so eine Deckenbeleuchtung, aber nein, nein. Müssen wir die Deck abhängen und das möchte ich eigentlich nicht. 1, 2, 3.
das geht dann wieder bis hier. Zack, zack und hier wieder. Und zack, zack. Dann natürlich hier wieder Fichtenholz. Schwupp, schwupp. Dann können die auch weg, ne? Ja gut, dann müssen wir theoretisch eigentlich... Ja, nee, wir brauchen auf jeden Fall Querbalken. Wir dürfen die Balken hier nicht wegreißen komplett. Das geht nicht. Wenn wir das so ein bisschen realistisch gestaltet haben wollen, dann dürfen wir die Längsbalken auf jeden Fall nicht wegreißen. Also nicht gänzlich, ne? Wir müssen auf jeden Fall mindestens die zwei müssen wir lassen. Also anders geht's sonst nicht. Sind wir ja mal ein bisschen realistisch und ja. Dann lassen wir das auch so. Das ist übrigens eine schöne Musik von ihr wisst schon. Adrian von Ziegler. So, 1, 2, 3, dann ist das hier und das ist hier und das ist da und schwupp und schwupp und... Das ist echt eine schöne Melodie, die mag ich sehr gerne. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, ihn anzuschreiben oder ähnliches, um irgendwie mal einzelne Lieder von ihm zu bekommen. Ach ja, schade. So, so, so. So, so, so. Einer? Ernsthaft? Das akzeptiere ich nicht. So. Ja, sieht alles bescheiden aus, ne? Wir machen einfach die Lichter in den Gang rein. Das sollte dann passen. Und das gleiche ist ja dann hier auch. Also können wir ja mal wegreißen. Schwupp, wupp, 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 weg mit der Erde. Wupp, wupp. Okay. Also. Zack, 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 zack. Und jetzt geht's auf das ist dann hier, ne? Da. Und dann geht's natürlich weiter. Schwupp, schwupp. Schwupp, 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 schwupp. Das war zu weit, aber es macht ja nichts. Macht ja nichts. So. Dup, dup, dup. Dup, 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 dup. Dup. Da haben wir uns um einen vertan, aber das ist kein Problem. Ich hoffe, dass wir uns den Rest hier jetzt nicht vertun, sonst wird das hier nämlich eine sehr ätzende Angelegenheit. So, okay, das haben wir, dann können wir das so machen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und das gleiche nochmal von unten. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, einer fehlt. Passt. Okilidokili. Das hier kann weg und das hier kann weg und das hier kann weg. Und das kann weg und der ja natürlich auch. Und der und der und der. Ja, jetzt natürlich hier ganz schön dunkel. Das geht absolut gar nicht. So, und dann machen wir hier noch ein paar Fackeln hin. So, und es ist hier wieder beleuchtet, dann können wir hier auch noch ein paar Fackeln hinsetzen. Hopp, hopp. Und wir müssen mal gucken, wir müssen mal gucken. Das machen wir alles zu, genau, das haben wir fertig. Dann wollte ich das hier wegreißen. Genau, um hier nämlich die Balken reinzuziehen. Zack, zack, die Regalbalken. So. Das ist zu niedrig, das ist mir bekannt. Das liegt daran, weil ich die hier nicht rausgerissen habe, ne? So, haben wir das auch.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, ob ich da jetzt ein Dings reinpacke oder nicht, das sieht eh keiner. Aber wir gehen schlafen, ne? Weil die Folge ist schon wieder fast vorbei. Hälfte ist schon um. Eieiei, gerade kriege ich den Karamellschock. So, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Ich wollte gerade sagen, ist hier jetzt ein Blob? Ein Blob! Ist hier ein Blob! So. Ja, falls irgendjemand das hier mal sieht, den ich kenne. Du solltest dich fragen, ist der Junge bekloppt oder was? Bitte. Hinterfrag es einfach nicht. Ah, scheiße. Ich hoffe, das sieht hier niemals jemand. Und hoffentlich auch niemals von meiner Arbeit zum Beispiel, oder... Oder... Naja gut, als... Als, das, was ich arbeite, da... Nö. Da sieht mich schon keiner, hoffe ich. So, hier sind alle richtig, hier sind alle richtig. Da sind nicht alle richtig, da haben wir die noch. Zack. Und da kommen noch die Balken mit rein. So. Okay. Ich würde behaupten, ich könnte jetzt... hier... Hier. Hier. Ich wollte jetzt eine Lappe reinmachen. Lup, lup, lup. Das gleiche auch hier. 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 Tidim, tidim. Mittig, mittig. Lass mich daran. Das ist falsch. Auf jeden Fall beleuchten, ne? Zack, zack, zack. Dann fehlt uns genau ein paar. Zack und zack. Ich bin mir ganz unsicher, ob diese Beleuchtung so gut ist. Ich glaube, ich mache lieber andere Beleuchtung und zwar... Ach, scheiße, jetzt kann ich die wieder wegreißen. Lalalala. In den Regalen, ne? In den Regalen ist es viel sinnvoller, ne? Habt ihr recht. Die so schwer handelten. Okay, vielleicht sollte ich aber auch erstmal die... Ich habe mich gerade erwischt, wie ich gerade im Gedanken gesprochen habe, aber meine Lippen nicht bewegt habe. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal hier vorne den Tresen bauen. Nein, nein, oder? So, okay. Also. Die Regale bauen wir natürlich so im altbekannten Stile. Zack, zack. Das war falsch. Zack, zack und zack. Das war auch falsch.
bin ganz alleine. Gibt's ja gar nicht. Wie kommt denn sowas? Was ist hier los? So, so, so und so. So, so, so und so. Und so und so und so und so. Ja, damit kann ich gut leben, wenn das so aussieht. Das Kontorgebäude wird ja dann noch mal ein bisschen schön voll. Ja, ist ja gut, wenn viele Läden sich hier ansiedeln. Dann ist natürlich der Handel groß und Falkenstein kann wachsen und gedeihen. So, eins, zwei und da natürlich nicht. Okay, zack und zack und zack und zack. Ja, das gefällt mir. Das könnte dem Tomkitz sogar gefallen. Und hier, naja, gut, wir könnten. Das ist keine doofe Idee. Ich habe da schon gerade eine Idee. Ich habe da eine Idee, wie ich die Beleuchtung der Regale mache. Schubababubab. Mhm. Oh, das ist aber ein schönes Lied. Oh, das ist aber schön. Ich sollte vielleicht mal mehr streamen, überlege ich gerade. Ich denke gerade darüber nach, wie ich mir bessere Hardware arbeiten kann. Also ich muss halt echt Jahre sparen, das ist klar. Aber vielleicht kommt ja auch beim Stream was rum. Ich meine, der Zeron hat ja auch schon das eine oder andere Spende. Und es gibt ja viele, die dann in ihrem Stream... Ja, ich meine, es ist immer so ein Betteln, ja? So ein Betteln um Geld, so quasi, um Unterstützung. Aber ich meine, warum sollt ihr oder sollen die Zuschauer, die dann halt beim Stream dabei sind, einen nicht unterstützen bei dem, was man macht, wenn es denen gefällt? Und ich sag's mal so, wenn 10 Leute... oder wenn 100 Leute 5 Euro spenden, dann wären das ja 500 Euro. Und das wäre dann zum Beispiel schon mal ein neuer Stuhl und eine neue Tastatur und eine neue Maus und vielleicht sogar eine neue, irgendwas Hardware-mäßiges, dass diese Sachen hier, diese Einbrüche zum Beispiel, vielleicht gar nicht mehr sind. Und ist ja jetzt nicht, ist ja nicht so abwegig, ja? Naja, darüber habe ich mir gerade Gedanken gemacht. So, jetzt zur Beleuchtung. Zack. Hier nehmen wir einen weg, den nehmen wir weg. Den nehmen wir weg, den nehmen wir weg. Den nehmen wir weg. Den nehmen wir weg. Den da nehmen wir. Und den hier. Und den. Und den. Und den. Ihr wisst, worauf ich hinaus bin, oder? yes. So, und zwar habe ich mir gedacht, dann machen wir hier und hier und hier und hier. Und die können wir ja auch schön verkleiden mit Treppen. Ach, Treppen. Mit Trapdoors. So, und... Schade. Tschüss. So, und so. Und ich denke, das sollte eigentlich ja von der Helligkeit ausreichen, oder? Das müsste ausreichen. 19, 8, 19, ja, das passt. So und so. Zumal ja, also nochmal zurück zum Stream-Thema. Zumal ja auch, es gibt Streamer, die leben davon. Ja, die streamen den ganzen Tag und haben vielleicht, also manche haben sogar ihre Arbeit dafür aufgegeben. Ich würde jetzt für sowas meine Arbeit nicht aufgeben. Dazu muss ich auch sagen, arbeite ich zu gerne in dem Beruf, den ich ausübe. Und es wäre mir auch viel zu riskant, mich darauf zu verlassen, auf die Gunst der Zuschauerschaft. Zuschauerschaft? Ist das richtig? Gibt's das Wort überhaupt? Zuschauerschaft? Egal. Ihr wisst, was ich meine. So. So. Oh. So, und sollen wir denn auch in diesen Regalen, beziehungsweise im Markt, im
Laden hier auch eine Beleuchtung. Ich finde die Idee klasse. Hätte ich selber haben können. Hattet ihr jetzt aber, ne? So, hier muss ich mal gucken, ob hier theoretisch auch eine hinkommt. Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Ich guck mal, wie ich das Ganze hier löse. Wahrscheinlich kommt hier gar kein richtiger Laden hin. Ach komm. Schon wieder 21 Minuten um. Das heißt, die Folge ist vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? In diesem Sinne sage ich schon mal tschüss.